Ei, her! Mörder! Hallo! Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Syndicate. Ich habe lange nicht aufgenommen, weil ich jetzt erstmal zwei Wochen im Urlaub war und ein bisschen Kajak fahren war. Und zweitens habe ich auf eine neue Grafikkarte gewartet, die ich jetzt hier benutze. Und deshalb, ja, es ist eine 1080, kann ich auch alles auf Ultra spielen. Also das geht nicht höher, aber es kann alles auf Ultra spielen und deswegen auch in 60 FPS aufnehmen. Was sehr schön ist und ich würde sagen, wir fangen mal wieder mit einer Karl-Marx-Erinnerung an. Mein armer Freund Frank Morris. Nach einer 18-Stunden-Schicht ist sein Sohn vor Erschöpfung umgekippt und war tot. Frank wird von Trauer verzehrt. Er gibt der Regierung die Schuld, weil sie sich weigert, die Rechte der Arbeiter zu schützen. Ich kann ihm seine Wut nicht verdenken. Doch ich fürchte, er ist zu weit gegangen. Er will eine Lieferung Nitroglycerin stehlen, um damit die Parlamentshäuser anzugreifen. Menschen zu töten und Besitz zu zerstören bringt gar nichts. Demokratie ist der einzige Weg zum Sozialismus. Bitte stoppen Sie ihn, bevor er sich selbst oder andere umbringt. Ich schätze, er wird jetzt auf dem Weg in die City of London sein. Gut, gut. Ja, 136 Meter. Können wir mal eben schnell hinlaufen. Mal gucken, was der Marx sonst so an sich hat. In der Zwischenzeit ist einiges passiert. Aber. Na wunderbar. Ich muss sie erledigen, bevor Morris kommt. Oh, ganz hoch. Hey! Was? Wer bist du? Marx schickt mich. Und jetzt sei ruhig. Sag Marx, ich brauche seine Hilfe nicht. Oder deine. Was erwartet er denn? Selbst ein Hund beißt zu, wenn er zu oft getreten wird. Ich lass mir nicht vorschreiben, was ich tue. Na doch, machst du aber. Und Nitroglycerin ist ein ganz gefährliches Zeug. Also ich weiß von Leuten, oder ich habe Bekannte, die halt... Braves Mädchen. Die damals erzählt haben, wie die halt mit diesem Zeug, ganz ruhig. Nach links! Oh! Nach rechts! Ja. Im Zeug haben sie die Tische eingeschmiert, der Lehrer. Wenn die da halt ihre Tasse drauf gestellt haben, hat es halt ein bisschen gekriegt. Das war nicht nur ein bisschen. Nach links! Wir werden noch in die Luft fliegen, wenn du nicht aufpasst. Nach links! Oh, gib mir mal meine Pistole da. So. So ist's recht. Ganz ruhig. Ja. Gut so, Mädchen. Ganz fein. Nach links! Auf geht's! Nach rechts! Ganz ruhig! Wieso müssen wir auch hier so ein... durch die ganzen Nebenstraßen fahren. Mach langsam! Hätten wir nicht einfach geradeaus fahren können? Weiter, Mädchen! Nicht so schnell! Da oben! Wer sind diese Leute? Leute, die es nicht mögen, wenn man ihr Spielzeug klaut. Wir sitzen fest! Du musst da hoch und sie ausschalten! Hey, was war denn das? George! Oh! Ist das Auto hier?
Hoch mit dir. Ich hab gerade wieder einen Bug gehabt. Hey! Ich möchte dich nicht haben. Ich möchte schön runter und zu dir. Jetzt haben die ihr Nitro zurück. Bist du zufrieden? Nicht mal annähernd. Du wusstest, wo du den Wagen findest. Du musst sie wochenlang beobachtet haben. Wohin sollte diese Lieferung gehen? Da kann ich vielleicht behilflich sein. Komm zu mir nach Sadak, wenn du soweit bist. Eine verfolgende Kutsche auf den Kopf drehen. Ja, haben wir jetzt nicht gemacht. Komm schon, alter Stute. Er hat mir doch gerade gesagt, dass sie sein Nitro zurück haben. Die Leute, die das geklaut haben. Und jetzt fährt er es wieder weg. Macht das Sinn? Ich fürchte nein. Ich fürchte, der Computer sagt nein. So. Er hat natürlich noch eine Hauptmission. Denn dafür spielen wir das Spiel, ja? Und ich habe auch in der Zwischenzeit einiges in diesem Spiel, durchforstet und erledigt und alle möglichen Briefe und die Truhen gefangen, bis auf eine, die weiß ich nicht, wo ich die, ich da dran komme, aber sonst sieht's sehr gut aus. Sie finden nichts Besseres! Jetzt natürlich zur Hauptmission. Warum knüpfen wir uns nicht ein paar Bleiters vor? Ja, natürlich. Achtung, der ist riesenflink! Aha. Das Witzige ist, ich kann jetzt auch für einen Einstellung spielen. Jetzt kommt hier auch so Blut. Also, die haben so ein paar kleinere Effekte eingebaut. Aber trotzdem ist es irgendwie nicht so schön wie Unity, muss man irgendwie sagen. Naja. So, spielen. Busfeder wütet weiter! Ich nehme eine. Bitteschön, Sir. Ich sage, wir hören auf mit diesem Wohlfahrtsnonsens für Fremdlinge und konzentrieren uns auf das, was London wirklich braucht. Eine stabile Führung, deren harte Arbeit alle zum Erfolg führen wird. Wie es den Größen der Wirtschaft ergeht, ergeht es der ganzen Welt. Hey! Du fauler Hund! Such dir Arbeit! Die besten Wachen, die man für Geld bekommen kann, werden Mr. Dredge auch nicht helfen. Okay. Was gibt's Neues? Ich bin dabei. Jetzt alle zusammen. I'm with ya. Oh shit. Ich glaube, das war keine gute Idee. Das war gar keine gute Idee. Nein, 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 nein. Das war überhaupt keine gute Idee. Naja. Ich habe jetzt auch ein paar Teile für meinen PC gekauft. Zusätzlich zu einer Grafikkarte, ein anderes Gehäuse jetzt. Und eine Wasserkühlung. Da mir mein CPU-Kühler immer so wahnsinnig hoch dreht.
Dachte ich, muss es mal was kühleres werden. Und das war's jetzt. Und es läuft ganz gut. Lust auf ein bisschen Spaß? So. Feuert, wenn ihr bereit seid! Aber. Ich gehe übers Dach diesmal. Ja? Ihr könnt da unten. Bisschen was erledigen, aber ja. Alle Ziele müssen überleben. Ist er jetzt? Wow. Wow, wow, wow. Wie kommt man denn sonst von der Kutsche? Man muss ihn von der Kutsche runternehmen. Dann steigt man automatisch auf die Kutsche auf. Dann muss man. Egal. Also. Die Technik hier. Die Leute muss man rekrutieren. Gerne doch. Und dann zum Feuerbereit! Kämpfen zu gehen ist doch eigentlich ganz gut. Dann hier hoch. Ja. Zack. Das Ziel identifizieren, da ist es. Verzeihen Sie, machen Sie Geschäfte mit dieser Bank? So. Er haut jetzt ab. Komm. Schnell hinter dieser Kutsche her. Komm, fahr mal ein bisschen schneller. Wir wollen ihn ja vor uns mal einholen. Bleiben Sie hier! Müssen wir in die Kutsche einmal entführen. Der Schwachkopf! Ich lass sie verhaften! Ich muss vorwärts! Zack. Ist das... Warum? Der Typ überlebt ja auch nichts. Er wird immer von Pferden überrannt. Naja. Wer weiß, was da los ist. Er kann einfach nicht so gut Pferden, würde ich sagen. Gibt es Neuigkeiten? Leben gern. Wir fehlen die öffentlichen Hinrichtungen. Was für eine verwaltliche Regierung. So. Einmal nach oben. So. Hier drüben. Kämpfen und ja.
Ach, scheiße. Der haut zur anderen Seite rum ab. So. Was um alles in der Welt? Einen Moment mal. Die Stimme kenne ich doch. Fry, sind Sie das? Jacob, ich bin Sergeant Frederick Eberlein. Freddy. Sergeant, verdeckte Ermittlung. Es wird einen Überfall auf die Bank von England geben, dessen bin ich sicher. Überfall? Das ist eine Festung. Die Jungs im Revier dachten auch, ich scherze. Wäre nicht so witzig, wenn es um ihr Erspartes ginge. Wer steckt dahinter? Das ist streng geheim. Ach, kommen Sie, Freddy. Ich kann Ihnen helfen. Ich sehe schon die Schlagzeilen. Auf frischer Tat ertappt. Eberlein hatte immer recht. Nun, ein bisschen kann ich Ihnen sicher verraten. In jedem Quartal wird ein Zweig der Bank ausgeraubt. Immer ein anderer Zweig. Und die Diebe werden ausgestattet von... Cocker Merchants. Danke für den Tipp, Freddy. Es heißt Sergeant und ich werde sie im Auge behalten. Das glaubst aber auch nur du, ne? Keinen Polizisten töten. Cool. Lauf schon, alter Gaul. 1500. Wie schön. So. Noch eine Erinnerung machen wir, oder? Ist die erste Folge. Seit lang wieder. Da kann man auch ein bisschen überziehen. Würde ich sagen. Ich weiß nur nicht, wie lange das jetzt dauern wird zu rendern, aber egal. Denn 60 Bilder wird das länger dauern, das weiß ich auf jeden Fall. Na gucken. Dann wird das irgendwas mit 18 Mbit ausgeliefert. Dann passt das schon für YouTube. Ich nehme ja gerade mit, ich glaube, 45 Mbit auf. Und das läuft alles ganz gut. Ich finde das irgendwie, das Spiel... Ich hasse Aufruhr. Also das Spiel sieht irgendwie... Naja. Sachte. Ich weiß nicht, also... Die Häuser und so weiter. Also wenn man ganz nah rankommt, dann sieht's super aus. Aber sobald man halt etwas weg ist... Wer ist ein gutes Pferdchen? Du bist das. Ich nörgel und nörgel und nörgel, aber... Ich mag ja auch nicht so viel zwei. Kann man da nicht meckern. So. Hier haben wir noch eine gepresste Blume. Ah, da ist sie. Zack, gepresste Blumen vollendet. Ich habe alle gepressten Blumen gesammelt. Wie schön. Ein Hauch von Tee. Oh. Wenn ich nur wüsste, welche Lieferung es ist, dann könnte ich die Waffen zum Besitzer zurückverfolgen. Grandiose Idee, Freddy. Ja. Da wären wir, die Verladungsdocks. Wo sind jetzt die Cockham-Kisten für Mr. Plutus? Ich habe alles für den täglichen Bedarf. Auf den Straßen Londons. Hier finden Sie alles. Ich möchte da hoch. Egal. Ja. Es müssen jetzt auf jeden Fall die Leute, die Besitzer, die Ausstatter von der... von den
Banken finden. Oh, ist das ein großes Haus? Eigentlich wollte ich doch nur eine Etage hoch. Gewehre und Tee. Warum nicht Gewehr? Ich krieg dich. Erst auf. So. Einfach plündern. So, geht doch. Ach, hier, den muss ich jetzt suchen. Gut. Was finden wir da drin? Tee oder Gewehre? Vielleicht später. Einen Teebeutel hättest du noch wohl mitnehmen können. Oder nicht. Oh, das Zeug hält aber ziemlich lange. So. Wundervoll, hier ist alles weg. Bedeutet, wir können gucken und wir finden. Hallo. Jetzt nur noch warten, bis die Kisten abgeholt werden. Wir finden Zeug. Der Tee soll schließlich nicht zu Staub zerfallen, oder? Beschützt diese Kisten. Jeder Fehler wird euch teuer zu stehen kommen. Macht ihr nicht ins Hemd. Wir haben's gehört. Gut, weil ich mich nicht wiederholen möchte. Eine Schande, dass ich keine Zeit für einen Feind habe. Schon alles genügen. Ah doch. Wir wollen wissen, wer der Empfänger ist. Mein Lieber. Meine liebe Schwester glaubt, ich könnte nur zerstören. Ich zeig ihr, wie ich Rechnungen begleiche.
Ernst? Runter mit dir! Ja. So sehr ich das Spiel auch liebe, entweder ich bin zu noobisch oder ich hasse die Steuerung. Nee, ich bin zu noobisch und ich hasse die Steuerung. Sie soll schließlich nicht zu Staub zerfallen, oder? Beschützt diese Kisten. Jeder Fehler wird euch teuer zu stehen kommen. Macht ihr nicht ins Hemd. Wir haben's gehört. Gut, weil ich mich nicht wiederholen möchte. Eine Schande, dass ich keine Zeit für einen Feind habe. Es ist mir egal, ob du einen Feind Zeit hast oder nicht, ja? Ich möchte, dass du diese... Scheiß Kisten verfolgt und diesmal zwar richtig. Ich sollte Abstand halten. Guck mal, jetzt geht es auch mit dem. Wir sind hochgeklettert! Nein, Sir. Gut, fahr weiter. Wir behalten dich im Auge. Sei ruhig! Achte auf die Straße! Darum gibt es keine Tom für dich! Ja, komm, fahr weiter. Wegen Stopp. Meine liebe Schwester glaubt, ich könnte nur zerstören. Ich zeig ihr, wie ich Rechnungen begleiche. Lauf! Komm. Wir haben eine spezielle Mischung. Schön mit Cocker Merchants Geschäfte zu machen. Komm da oben runter. Ja. Ah ja, führ mich zu Mr. Plutus. Hoch mit dir und weiterlaufen. Einfach laufen, ja? Einfach laufen. Ich weiß, dass ich zu weit von vielen entfernt bin, aber... Der ist ja auch so schön langsam, deine Kutsche, ne? Naja.
Wo willst du jetzt hin, mein Lieber? Wer ist Mr. Plutus? Ist jemand Neues oder jemand alt? Jetzt die große Frage. Wer ist Mr. Plutus? Die Waffen sind hier. Genauso wie beim letzten Mal. Mr. Twopenny öffnet den Tresor, wir rauben ihn aus und schaffen das Geld in sein Lagerhaus. Beeilung, die Jungs warten schon. Zur Bank of England! Ja! Wie schön. Sequenz 6 abgeschlossen. Plutus ist Twopenny. Gott. Gut. Und damit würde ich sagen, reicht das für heute. Und wir gehen zu der Aufgabe und machen die heute noch. Aber das würde ich sagen in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.